So, machen wir ein bisschen weiter mit der Philosophievorlesung. Stellen Sie sich vor, wir hätten nicht nur Google Earth, sondern Google Universe. Dann gehen Sie ungefähr so vor. Bonn, jetzt drücken Sie ein bisschen Minus, Europa, die Erde, die Milchstraße, Galaxiencluster und so weiter. Und wenn Sie, naja, man weiß ja nicht wie lang, aber sagen wir mal unendlich lange Minus drücken würden, ja, dann hätten Sie irgendwann das absolute Ganze im Blick. Sie sehen schon, dass das nicht funktioniert. Wo sollen Sie denn stehen? Ja, also wenn Sie unendlich lange Minus drücken, wo sind Sie dann? Sie können ja nicht außerhalb dieses Ganzen stehen, denn wenn Sie außerhalb stünden, wäre dieses Außerhalb Teil des absoluten Ganzen. Sie sehen schon, da kriegen Sie solche Probleme. Ja? Um die wird es dann im zweiten Teil gehen. Also Google Universe kann niemand konstruieren, nicht weil wir nicht gut genug sind. Das ist jetzt die große Schwierigkeit. Sie denken sich das und das und dann würden Sie ja irgendwann einmal außerhalb des Ganzen stehen. Wird euch nie gelingen. Ihr seid das Zentrum. Ihr denkt euch das Ganze um euch herum und ihr seid mit L in einem Punkt. Wenn du eins bist mit mir. Ist ganz easy, ne? Merkst du, das ist die Falle, das ist der kleine Sprung. Da habe das bei jeder materialistischen Logik, das mag noch so aufgeblasene Philosophie sein, es ist die einfache Erkenntnis, dass der Geist, der sich was ausdenkt und das, was er sich ausdenkt, anschaut, dass er selber in der geistigen Welt ist, also nicht denkbar. Und das ist das, was ich sage, das ist die Tür, die ich euch öffne. Macht überhaupt keine Arbeit, da durchzugehen. Es ist nur das Bewusstwerden, was man selbst ist. Und dann erkennen, dass ich, sobald ich mich als Geist denke, bin ich zwar immer, das Wort Geist ist ja nicht denkbar, das setzt jetzt symbolisch in der raumzeitlichen Welt das, was nicht denkbar ist. Das ist der Geist von denen, die sprechen. Aber der Schritt, dass der ja auch vor was ausgedacht werden muss, dass sobald ich mir das denke, was den Geist ausdenkt, ja auch schon wieder in die Welt der Erscheinungen kommt in meinen Kopf. Das, wenn man das verstanden hat, hat man eigentlich alles verstanden. Sondern weil es logisch unmöglich ist. So. Aber die Voraussetzung der Metaphysik ist im Grunde genommen, dass Sie Google Universe kreieren könnten. Der klassische Name für Google Universe ist Gott. So. Google Universe hieß früher Gott. Im Sinne desjenigen Wesens, das alles weiß. So, das hat übrigens, glaube ich, nichts zu tun mit dem Gott der Bibel. Das sei mal dahingestellt. Also das ist jetzt kein Atheismusvortrag. Der Gott der Philosophen heißt der Kerl deswegen auch. Und der Gott der Philosophen, der weiß alles. Es ist hier schon, dass man, das ist, nein, worum es hier geht, dass sobald du Naturwissenschaft betreibst und es gehört in einem gewissen Maß, das ist, Twitter ist die Philosophie. Sag mal lieber der Gott der Philosophen, weil sobald es der Gott der Bibel der Religion wird, wird er schon unseriös. Darum sage ich, du kannst kein Gespräch mit irgendeinem führen, wenn du als Argumentationsgrundlage irgendwie das Wort Gott ins Spiel bringst, der normale Mensch stürzt schon ab, dann ist schon wieder das Quadrat mit drei Strichenzeichen, den kannst du vergessen, das ist eh Geschwätz, was er sagt. Das, so, den gibt's nicht und darum wird es im zweiten Teil gehen. So, also zunächst einmal zur Ontologie. Also Ontologie, habe ich gesagt, beschäftigt sich mit der Existenz. Wir wiederholen das jetzt. Da gehen jetzt schon verschiedene Probleme los. Einen weiteren Unterschied brauchen wir zunächst einmal. Nennen wir eine eigentliche Eigenschaft, Bezugnahme auf welche uns in die Position versetzt, ein Ding von einem anderen Ding zu unterscheiden. So. Eigenschaften, in der Philosophie spricht man von Eigenschaften, wenn man sagen möchte, wodurch sich etwas von etwas unterscheidet. Ich habe die Eigenschaft, hier zu stehen, Sie haben die Eigenschaft, dort zu sitzen. Unter anderem dadurch unterscheiden wir uns voneinander. So. Identisch sind zwei Gegenstände genau dann, wenn sie alle Eigenschaften gemeinsam haben. Das ist die philosophische Definition strikter Identität, geht auf Leibniz zurück, den Philosophen und Mathematiker. Ja, also strikt identisch sind zwei Gegenstände genau dann, wenn sie alle Eigenschaften gemeinsam haben. Dann sind sie allerdings auch nicht mehr zwei Gegenstände. So, das ist so ein Problem, das sich da schon stellt, aber ich rede heute nicht weiter über Identität. Am Deckel von einem gedruckten Ich bin, du stehst hin drauf, kann man zwei sein, obwohl man eins ist. Die Antwort ist ganz einfach, wenn man kann, kann man es. Tät. Unterschieden sind zwei Gegenstände genau dann, wenn sie verschiedene Eigenschaftspakete haben. So. Also Eigenschaften dienen dazu, etwas in einem gegebenen Bereich von etwas anderem zu unterscheiden. Und eigentliche Eigenschaften sind Eigenschaften, die, wenn Sie sie kennen, Sie in die Position versetzen, etwas von etwas zu unterscheiden. Das ist übrigens, wenn wir jetzt so wirklich philosophisch werden, dass die Welle des Plus und Minus eigentlich zwei Sachen sind, die zwei unterschiedliche Eigenschaften haben, die trotzdem eins sind. Das unterscheidet sich nämlich nur durch eine Spiegelung. Es ist nur gespiegelt, das komplette Selbe nur gespiegelt.
dieselbe Welle als Plus und als Minus. Oder die Wellenhälfte. Aber was jetzt gleich kommt, interessant, ich habe euch ja versprochen, diese Philosophie, die früher nur Metaphern, Geschichten war, dass jetzt die Tafel irgendwann voller Formeln ist. Jetzt können Sie die Frage stellen, ob Existenz eine solche Eigenschaft ist. Wir drücken uns ja so aus, dass wir sagen, der Papst existiert. Der Papst hat die Eigenschaft zu existieren. Die Zahl 2 hat die Eigenschaft, größer zu sein als die Zahl 1. Das ist auch wieder ein Trugschluss. Er existiert dann, wenn du ihn denkst. Was er hier komplett auslässt, das Existere, das Heraustreten aus. Aus was tritt der Papst heraus, den ich mir jetzt ausdenke? Wo ist er, wenn ich ihn nicht mehr denke? Und da kommt es jetzt, wenn ich ihn nicht denke, ist er weg. Jetzt nimm das Wort Weg. Wahrlich, ich sage dir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Das musst du dir rot denken. Dann ist das Weg rot geschrieben, etwas Nichtseiendes, blau. Es ist ein verbunden, doppelt, aufgespannte Energie deines Geistes. W-E-G. Das ist, das bin ich. Ich bin der Weg. Ich bin diese Energie, die sich doppelt aufspannen kann, die aber nichts bleibt, weil plus 5, minus 5 ist weiterhin nichts. Wenn ich das jetzt blau mache, wenn du zum Beispiel einen Film anschaust, in dem Moment, wo du den Film anschaust, die Grundlage ist die Datei von dem Film. Sobald du den Film anschaust, ist die Datei Weg, rot geschrieben. Sie ist nicht mehr da, aber dieses Nicht-Daseinende ist die Grundlage für den Weg, den du illusionär zeitlich, den Film, den du durchschreitest, deinen Lebensfilm. Es ist einmal ein Weg, ist eine SDR-Ecke, wobei natürlich unsere Strecke, das müssen wir mal hier wieder machen, das ist immer das Schöne, das STR. Das, was ich so oft habe. Das hat erst einmal rot geschrieben, ist es das Geheimnis, die Heimlichkeit, das Verborgene. Das ist das Wort Esther, habe ich euch schon mal erzählt, in der Bibel. Esther wird normal übersetzt, wo ich mich verborgen habe. A, als Vorsilbe heißt ich imperfekt, ich werde versteckt sein, verborgen sein. Da ganz neben mir eine kleine Anekdote, wo vielleicht etliche von euch nicht kennen. Das Buch Esther ist in der Tora das einzige biblische Buch, wo nicht ein allereinziges Mal der Name Gott, ob als El, El Hayom, als Jahwe, in irgendeiner Form in Erscheinung tritt. Es gibt kein biblisches Buch in der Tora, beziehungsweise im Tanach, wo Gott nicht als Jahwe, als El Hayom erwähnt wird, oder auch bei den Propheten, kleinen Propheten, ist überall, kommt Elohim oder Jahwe vor, bis auf das Buch Esther. Interessant, Esther heißt, wo ich mich versteckt habe, wo ich mich verborgen habe, wo ich nicht in Erscheinung trete. Jetzt gibt's natürlich diese schöne Einheitsübersetzung. Einheitsübersetzung, um das klar zu machen. Zuerst einmal, die Bibelübersetzung der Katholiken ist ja stellenweise anders wie die der Protestanten, auch von den Büchern her. Und man hat versucht, ein einheitliches Werk zu machen, und das nennt man die Einheitsübersetzung. Die Einheitsübersetzung ist von vielen Theologieprofessoren aus katholischen und protestantischen Lager ein Mischimaschi gemacht worden, wo beide sich engagieren können. Darum sagt man, die Einheitsübersetzung ist konfessionslos. Also das Wort, die Einheitsübersetzung ist eine Übersetzung, die von den Katholiken und den Protestanten gleichermaßen als richtig anerkannt wird. Was hier spaßig ist, wenn ihr euch Einheitsübersetzung holt, braucht ihr das Gedruckte. Die hat eine Eigenart in den anderen Büchern, kostet 7-8 Euro in einer einfachen Ausführung, dass vor jedem biblischen Buch oder vor jeglichen Propheten ist eine kleine Einleitung, wann das geschrieben wurde, wer das geschrieben hat. Und jetzt kommt das Buch Esther, da ist natürlich auch diese Einleitung dabei, und jetzt wird spaßig, dass in dem Vorwort genau das, was ich euch jetzt erzählt habe, wird darauf hingewiesen, dass das das einzige Buch ist, wo der Name Gott in keinster Weise oder auf irgendeine Art und Weise erwähnt wird. Das steht in dem Vorwort drinnen. Und dann fängst du zum Lesen und dann kommt auf der ersten Seite schon ein paar Mal Gott. Weil es ist ja entwürdigend, das muss ja irgendwie rein. Das heißt, dass da so ein Widerspruch ist. Die erwähnen noch, dass im hebräischen Original Gott und so überhaupt nicht erwähnt wird. Und diese Einheitsübersetzung kommt am Anfang, kommt dann in Esther plötzlich das Wort vor. Das ist übrigens die Geschichte von Medien und Persien. Und ich sage immer wieder Medien. Sag mir, aus welchen Medien du dich informierst, und Persien denkst du einfach an Persien. Diese Medien,
werden passieren durch dich, jetzt verwirklicht in deinem Kopf. Damit was du praktisch zu Gott, darum muss ich den nicht erwähnen, du bist ja dann trotzdem erwähnt als Denker. Und das Blaue, jetzt sind wir immer, wenn wir rot-blau machen, das ist so simpel, wenn man das, wenn ich jetzt nachschauen muss, ist es noch mühselig. Aber wenn du einmal die 22 Zeichen hier drin hast, die Rot-Blau-Symbolik, und das ist nur ein möglichst kurzer Anhaltspunkt, weil wenn ich jetzt hier bei jeder symbolischen Bedeutung hier ein Riesenbällchen schreibe, macht es ganz Spaß, dann habe ich versucht, das so kurz wie möglich zu halten. Du kannst da sehr flexibel sein. Und es ist ein Großteil von euch hier, von den Programmen, die da sitzen, weiß ich, dass das schon perfekt funktioniert. Also nicht bloß bei 2, 3. Also dass die Tabelle schon längst nicht mehr anschauen. Stimmt oder stimmt? Und da ist jetzt unsere 60 ist das Bewusstsein, die 400 ist immer das absolut Daseinende, das ist jetzt das bewusste Nichts, das SI ist das bewusste Nichts und das R, rot, ist der Kopf. Und wenn wir es jetzt ganz blau machen, ist es die ausgedachte Raumzeit, die 60, raumzeitlich, schreibe ich hin, etwas raumzeitlich Wahrgenommenes. Die 400 ist einfach eine Erscheinung, etwas, was das Erscheinen mache ich, je nachdem, wie du, wenn du einen Satz bieten willst von einer Radix, kannst du auch erscheinend lesen. Und die 200 ist die Rationalität, das ist deine persönliche Berechnung. Und drum heißt dasselbe Wort auch Widerspruch, im Widerspruch stehen, wie widerlegen und zerstören. Weil dieses Geheimnis, ich lese übrigens auch immer wieder Gehayom, geheim, dieses Geheimnis, hat ja was, widerlegt sich ja selber seine eigenen Gedanken. Das Geheimnis ist das Nicht-Denkbare, wo du dich versteckst. Das ist jetzt die Tür, wo ich aufgemacht habe in eine Welt, wo ich keiner mehr erreichen kann, außer er wird selber zu nichts. Nichts kann man nicht erreichen. Das bist du. Du Geist, der du mir jetzt tust, du bist deshalb nichts, weil du ewig bist. Du bist Geist von meinem Geist. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Das ist, man geht anders mit der Zeit um, wenn dir so viel Leben durchlebt hat wie ich. Und das wird jetzt, das Ganze hier wird sehr, sehr stimmig. Das ist übrigens, wenn du hier die Heimlichkeit, das Geheimnis, das ist auch immer, wenn man jetzt neugierig ist, NIS kann ich jetzt sagen, zuerst einmal existieren einer intellektuellen Raumzeit oder die Existenz einer intellektuellen Raumzeit, schau doch mal hin, was da rauskommt, fliehend, Flucht, fliehend. Die Existenz einer intellektuellen Raumzeit flieht aus dieser Einheit, es ist eine Flucht, Flucht, Luch, Luchot. Lacht, die Lebensfrische, diese Facette erzeugt Lebensfrische. Macht immer mehr Sinn. Ist immer, wo ich sage, wenn es einer das erste Mal hört, sagt er, was ist das? Es ist wirklich simpel zu erkennen. Jetzt sieht es so aus, als ob Existenz genauso eine Eigenschaft sei, wie zum Beispiel die Eigenschaft, größer als eine andere Zahl zu sein oder die Eigenschaft, 2 Füße zu haben und so weiter. Sieht so aus. Ja? Sprachlich liegt das auf der Hand. Dann wäre Existenz eine eigentliche Eigenschaft. Nun kriegen Sie aber das folgende Problem. Angenommen mal, ich schicke Sie auf die Suche nach dem, was existiert. Also könnten Sie mir bitte mal etwas Existierendes bringen. Dann werden Sie mir alles bringen können. Ja, Sie können mir nichts bringen, was nicht existiert. Wie sollten Sie das machen? Wenn Sie mir etwas geben, existiert es ja, sonst könnten Sie es mir nicht geben. Das heißt, wenn ich Sie auf der Suche nach demjenigen schicke, was existiert, bringen Sie mir bitte das Existierende, wird das zugleich zu leicht und zu schwer sein. Sie wüssten ja gar nicht, was. Was aber hier immer mitschwingt, wenn du jetzt sehr wach bist, du hast jetzt einen Charakter, ist nur ein Pixelmännchen, dass alles, was er dir erzählt, kannst du jetzt in einem Konstrukt die Grundlage seines Glaubens sehen, dass für ihn was Existierendes ist, was da außen ist, was ich von außen in mich reinholen kann, das auch dann da außen ist, wenn ich es nicht ausdenke. Das schwingt immer mit, wo ich sage, das raumzeitliche Denken. Und das raumzeitliche Denken als Ding an sich ist überhaupt nichts Negatives. Im Gegenteil, das macht dich zu einem Gott, aber nur, wenn du es bewusst machst. Das ist für mich eine Leichtigkeit, jetzt durch ein einziges Wort in euch irgend Wien zu erschaffen. Bloß was, an was denkst du, wenn du an Wien denkst? Und du wirst jetzt merken, sagst du mal an der Stadt, an was denkst du, wenn du an der Stadt? Das ist schon eine Präzisierung, wenn du an der Stadt denkst. Und ich sage jetzt mal irgendwo da außen Österreich. Das ist so wie mit unseren Schneewittchen. Schneewittchen bezieht sich ja nicht auf eine Person, sondern auf eine ganze Geschichte. Das ist auch, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal das Wort Hitler nehme, dass das Wort Hitler sich ja nicht nur bezieht auf einen Menschen, auf einen Charakter, sondern das ist eine ganze Zeitepoche. Das ist diese Nachkriegsprogrammierung, wo ihr habt. Fällt mir jetzt ganz spontan so ein, wo hier, Michael, kannst du dich erinnern? Der Führer rasiert sich.
Herr Führer rasiert sich braun. Ja, Sie könnten mir alles und nichts bringen. Ja, so. Also sieht es so aus, als ob die Dinge sich nicht dadurch voneinander unterscheiden, dass sie existieren. Ja, wie sollen sich denn die Dinge dadurch voneinander unterscheiden, dass sie existieren, wenn alle Dinge existieren, damit sie überhaupt Dinge sein können? Also haben Sie jetzt ein erstes Problem mit dem Existenzbegriff und damit beginnt die moderne Ontologie. Denn Kant, Immanuel Kant, dem wir die moderne Ontologie eigentlich verdanken, der mochte nur das Wort nicht. Kant dachte, er hätte Schluss gemacht mit der Ontologie. Sagt das ein stolzer Name der Ontologie, so drückt er sich aus, weg. Und an dessen Stelle hat er den unverständlichen Namen der Transzendentalphilosophie gesetzt und gesagt, was ich mache ist... Das ist übrigens auch so eine schöne Sache. Trans, dürfte allgemein, lassen wir den normalen Begriff, Transzendent, kriegst gar nicht, ich fange schon zum Stottern an, dass hier die Zähne mit drin sind. Das Dentale. Der Dentist, der Zahn ist Shin. Wir transformieren, transzendieren unser Dents, unser Shin, Transzendentalphilosophie. Nicht Ontologie, das konnte man gerade noch verstehen, was das war. Was ich mache, ist Transzendentalphilosophie und dann ab dann hat man nichts mehr verstanden. Aber okay, richtig ist, dass Kant als erster gesehen hat, dass es sich bei Existenz nicht um eine eigentliche Eigenschaft handeln kann. Kant drückt das so aus, Sein, im Sinne von Existenz, ist kein reales Prädikat. Das heißt, wenn Sie einer Sache existieren... Das ist eigentlich schon der nächste Blödsinn, das ist bloß ein Überordner. Das ist jetzt immer wieder wie mit dem Wetter, was ich gesagt habe. Es muss nicht real sein. Das, was ich mir denken kann, ich kann mir durchaus was denken, was man eigentlich gar nicht bildlich darstellen kann. Denkt an unser Wetter. Jetzt, wie definiere ich Realität? Ich mache jetzt das einmal, wir können das vielfältig Realität vielfältig interpretieren. Darum ist auch, ich kann zum Gott, es sind vielen Gesprächen, sage ich Gott, pass auf, wenn du nicht weißt, was Gott ist, leg mir einfach einmal einseitig fest, Gott steht für irgendwas, was er erschaffen kann. Also der Schöpfer. Schwerpunkt liegt auf der Fähigkeit, etwas zu erschaffen. Das ist so dieser Vorwurf an Udo gegenüber, der bildet sich ja ein, er ist Gott. Ich sage, nein, der ist ein Geschöpf. Du bist Gott, weil du in dir ausdenkst. Wenn Gott der Schöpfer ist, bin ich jetzt ein Geschöpf von dir. Ich ist jetzt der Brösel Udo. Also bist du tausendmal mehr Gott wie der Brösel Udo, weil du dir tausend andere Sachen auch ausdenkst. Also so unbewusst zu sagen, der bildet sich ja ein, der ist Gott. Das heißt, du schaust eigentlich bloß dein Spiegelbild an und es ist dir nicht bewusst. Aber jetzt kommt das Nächste. Dass auch immer wieder die Aussagen, der hat diese Schriften geschrieben. Kannst du das beschwören, dass ich in der Vergangenheit das geschrieben habe? Hast du es gesehen? Oder ist es ein logisches Konstrukt? Das erklärt man sich ja beim Lesen der Selbstgespräche selber. Selbst wenn du das jetzt gesehen hättest, machen wir mal das Wenn-Maschinen-artige, du hast hier irgendwas geschrieben, dann steckst du einen Drucker an und du druckst es aus. Jetzt schaust du den Drucker zu. Es ist zwar richtig auf der Ebene, der Drucker druckt, der schreibt praktisch das, aber würdest du behaupten, dass der das deswegen geschrieben hat? Was wir jetzt machen, wir suchen nicht, was richtig ist, sondern wir schauen bloß, wie viele Perspektiven, Auslegungsmöglichkeiten es in Bezug auf das gibt, was wir denken. Da beginnt Philosophieren. Tens zu schreiben, schreiben Sie der Sache keine Eigenschaft zu, durch die sich diese Sache von etwas anderem unterscheidet. So. Jetzt können Sie sogar Hegel verstehen, also der ist deutlich unverständlicher als Bloch. Hegel, HGL. Ganz nebenbei, diese Anekdoten mit Hegel gilt ja mit als der Überflieger. Da möchte ich zwei Sachen einwenden. Das ist immer aber einen gewissen Höhepunkt. Das gilt als der Höhepunkt, diese hegelsche Philosophie, dass genau die Musterschüler von Hegel, jetzt kippt es um, Marx, Feuerbach, Feuerbach, Marx, dass den seine Musterschüler, die kehren jetzt diese den Höchststand der Philosophie an Idealismus, nenne ich es einmal ganz einfach, kippt in den absoluten Materialismus um. Das heißt, das materialistische Weltbild, das dann wieder sich aufgebaut hat, ist letztendlich philosophiegeschichtlich, sind die Musterschüler vom höchsten Idealisten, wo die Philosophiegeschichte hervorgebracht hat. Wobei natürlich jetzt sich mit dem Philosophen Hegel auseinanderzusetzen, ist ein guter alter Freund von mir, sehr spaßig ist, ich habe das ein paar Mal schon erzählt, ich will es kurz erwähnen, da ist also hier ein junger Graf ist zum Hegel gegangen und sagt, ich habe jetzt Ihre Phänologie des Geistes gelesen und ich habe nichts verstanden und dann habe ich sie nochmal gelesen und dann habe ich immer noch nichts verstanden, Herr Professor. Dann grinst der alte Hegel und dann sagt er,
Mein junger Freund, passen Sie auf, es ist ganz einfach. Es ist jetzt übrigens eine wahre, es sind immer Märchengeschichten. Mein lieber Freund, findest du in Biografien? Mein lieber Freund sagt dazu hin, es ist ganz einfach, das zu verstehen. Sie holen sich jetzt ein Hebräisch-Wörterbuch, ein Griechisch-Wörterbuch und unsere Heilige Schrift im Original. Und dann studieren Sie Hebräisch und die Heilige Schrift. Und wenn Sie das von hinten bis vorne gemacht haben, dann lesen Sie meine Phänologie des Geistes nochmal und dann werden Sie alles verstehen. Hegel beginnt ein Buch mit dem Titel Die Wissenschaft der Logik mit dem folgenden Satz, also damit geht das Buch so richtig los, Sein und Nichts sind ein und dasselbe, heißt es dort. Bingo. Und damit meint er genau das. Wenn Sie von etwas nur wissen, dass es existiert. Es ist definitiv so, ich symbolisiere L, Gott ist nichts. In Ich bin du schon Sache, um was wahrnehmen zu können, brauchst du einen Unterschied. Du siehst keinen weiß geschriebenen Namen auf einem weißen Blatt Papier. Es muss ein Unterschied da sein. Selbst wenn wir unseren Eiswürfelfisch ins Wasser uns reindenken, ändern wir ja nichts an das Wasser rein. Chemisch gesehen, wir fügen kein Atom, kein Elektron hinzu, wir lassen keinen Zweck, wir machen nur in einem gewissen Bereich einen anderen Aggregatzustand. Es ist ein Unterschied. Und dann sage ich, wir sagen mal ganz abstrakt ein Nichts und dann muss nochmal ein anderes Nichts, das nenne ich Nicht-Nichts. Es müssen zwei verschiedene Nichts sein. Jetzt kann der normale Mensch sagen, ja, nichts ist nichts. Wie kann es zwei verschiedene Nichts geben? Und wir haben ja verschiedene Ebenen unseres Geistes. Und dann sage ich, El heißt auf Hebräisch nichts, auch Gott. Lass mal. Und Le, gespiegelt. Denk an die Spiegelung gerade von unserem Sein, wo ich sage, kann durchaus zwei Sachen können zwei sein, obwohl sie eins sind. Die Identität. Le heißt auch nichts, ist auch eine Verneinung. Aber denk dir einfach zwei verschiedene Bewegungsrichtungen. Wir denken uns jetzt an Apfel, ganz normal physikalisch, der besteht aus Atomen. Elektronen, so wie die Physiker sich das ausdenken, gesehen hat es noch keiner. Und jetzt komprimieren wir lassen das auf einen unendlich kleinen Punkt, diesen Nullpunkt, wo alle so eine panische Angst haben, zusammenfallen. Wir lassen ihn in sich, in dieses Nichts implodieren, dann ist er ja weg. Dann ist er nichts. Jetzt nehmen wir denselben Apfel und wir lassen den explodieren in unendliche Unendlichkeiten. Dann ist er auch nichts. Jetzt ist L und Le heißt beides nichts. Es sind letztendlich zwei unterschiedliche Bewegungen. Darum kannst du das Nichts und das Unendliche kannst du nicht wahrnehmen, obwohl es ein und dasselbe ist. Das wird dann sehr interessant, wenn wir uns den Einheitenkreis physikalisch genauer anschauen, was man natürlich jetzt in zwei oder drei Tagen überhaupt nicht machen kann. Ich sage immer wieder, wie willst du, wenn man in einem Fachgebiet Jahre studieren muss, dass er irgendein minimales Fachgebiet begreift. Holofeeling ist allumfassend, aber er ist natürlich, hat sehr, sehr viele Wunder in sich. Das heißt, ihr kriegt die wesentlichen Punkte und der Rest entfaltet sich sowieso von selber. Und es muss Spaß machen. Es geht hier nicht, dass der Prüfung besteht. Das ist die gotteskindliche Neugier. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, das ist die Grundsache. Und ein Kind, wenn was erforscht ist, alles das da mal wichtig, was ich nicht kenne. Das ist das, wo ich hier sage, ein Kind langt auch in Hundekacke rein und schlägt es ab. Das macht eine Erfahrung. Wenn ich dann sage, ist es okay, aber ich habe es probiert. Wenn dann er sagt, das mache ich nicht und er hat es nicht probiert, kann er doch gar nicht mitreden. Das ist jetzt die ganze Song Holofeeling so ein Scheiß. Das wissen die schon, nachdem sie zwei Zeilen gelesen haben. Meistens haben sie überhaupt nichts gelesen. Das ist schon rein, ist ihnen ja schon der Name suspekt oder sonst, ist ja eh bloß eine Sekte. Und ich sage ganz am Anfang, was dir das Genick bricht, ist Arroganz und Vorurteil. Dir müssen wir jetzt wieder sagen, klingt wieder die Drohung. Dir, T-I-E-R, was dir das Genick bricht. Weil ich nämlich deine selbst erfüllende Prophezeiung für deine Zukunft, du bist ja Trockennasenaffe, werde ich für dich erfüllen. Das ist jetzt meine göttliche Gerechtigkeit, Auge um Auge, Zorn um Zorn. Was in deiner Welt ist mit Rache, die schreien alle nach Recht, nach Rache. Ich will ja bloß dass der Gerechtigkeit Genüge getan ist, seiner kleingeistigen, grausamen Menschenaffengerechtigkeit. Ob das Kürgen sind, ob das Strafrecht ist. Was hat ein Richter, ein guter Richter und ein schlechter Richter gemeinsam? Eigentlich gar nichts, das ist die Richten. Und zwar nur einseitig. Du bist entweder schuldig
Oder du bist nicht schuldig. Es ist durchaus möglich, dass du schuldig bist und er spricht dich trotzdem frei. Es ist möglich, dass du verknackt wirst. Wir können sagen, aus Mangel an Beweisen, der erste Fall, oder dass du verknackt wirst, obwohl du nicht schuldig bist. Was hier komplett außer Acht gelassen wird, ist mein Recht. Du bist schuld. Aber ich begnadige dich. Die Gnade. In einer weltlichen Gesetzgebung gibt es keine Gnade. Du bist schuld oder du bist nicht schuld. Digital, immer das Schöne einseitig sein. Ich könnte jetzt auch sagen, was hat hier ein Richter im uns von uns jetzt ausgedachten Dritten Reich, ein Richter der DDR oder ein Richter der Bundesrepublik gemeinsam? Sie halten sich an ein Gesetz, wo jeder Richter felsenfest davon überzeugt ist, dass sein Gesetz das Richtige ist. Es gibt keinen Unterschied. Es ist ein gewisses logisches System, wo von dem vertreten wird. Er kann zwar die Fehler in den anderen, man sieht immer gern die Fehler in den Augen der anderen, aber den Balken in den eigenen Augen, das ist übrigens auch wieder der Balken, der steht im griechischen Original Dokos, genau genommen heißt es T-Ecken, B-Alken, Deckenbalken, das sind die geöffneten Ecken in Gott, die zur Existenz wird, B-Alken, Ken ist die Basis, das Fundament, F-Under, die Welle, Mendior heißt zum einen überlegen, und Lügen verbreiten. Das heißt, ich U aufgespannt mit zwei Punkte, ist Bola erweckt, BR, und Lügen verbreiten. Das ist jetzt unsere Longitudinale an der Oberfläche, die wir raumzeitlich wahrnehmen. Jedes Wort wird komplett selbst erklärend. Und wenn du das Prinzip begriffen hast, hast du praktisch immer ein universelles Wörterbuch dabei, in dem du einige wenigen Regeln lernst. Und jetzt um auf mein Gerecht zu kommen, du erlebst dich zurzeit als eine Figur in deinem eigenen Traum. Und ich mache dich zum Richter über alles und jeden. Das geht so weit, dass du sogar bestimmen darfst, was da in dem Universum außen ist. Ein heliozentrisches Weltbild. Dann ist es so, wenn du das bestimmst und wenn ein anderer was behauptet, das ist sowieso ein Spinner. Ich mache dich zum Richter über alles und jeden und jetzt kommt meine Gerechtigkeit. Ich werde deine Richtersprüche an dem Menschen vollstrecken, der du in deinem Traum zu sein glaubst. Und zwar so lange, bis du lernst, was absolute Liebe, allumfassende Liebe bedeutet. Vergebung bedeutet und Verzeihen bedeutet. Und jetzt setzt euch einmal hin im normalen Bewusstsein, egal wer du jetzt zu sein glaubst, wenn du bloß Nachrichten oder sonst was siehst, was für ein Feuerwerk an Kritiken und Einseitigkeiten und Nörgeleien in deinem Kopf, in dem automatischen, mechanischen Wertesystem abläuft. Ihr seid freigesprochen, weil du hast dir als träumender Geist dieses Programm nicht rausgesucht mit so vielen Fehlern und so viel Ungerechtigkeit, Einseitigkeiten, Arroganz. Das ist der Führerscheinprüfungsbogen. Das hast du nur zu erkennen. Dazu musst du aber eine kleine Stufe drüber sein, in dem der Schwerpunkt deiner Beobachtung nicht der eigentliche Film ist, sondern das Wertesystem des Beobachters, der sich den anschaut. Der noch gar nicht beobachtet. Du bist erst, der Geist beginnt erst mit der Lampe. Okay? Ja. Ja, wissen Sie von dieser Sache überhaupt nichts. Was ist da hinten laut machen? So, aber was wissen Sie dann eigentlich, wenn etwas existiert? Das scheint ja eine wichtige Information zu sein. Wenn Sie herausfinden, dass Gott nicht existiert oder dass Gott existiert, ist das extrem weltbewegend. Ja, wenn Sie herausfinden, dass Wenn Sie, ich müsste mal wirklich, es ist einer der besten, modernsten, der Überflieger in der Philosophie, wenn Sie herausfinden, dass Gott nicht existiert, ich sage, stimmt, wenn du nicht an ihn denkst. Schon zu behaupten, dass Gott nicht existiert, erfordert, dass du dir einen Gott ausdenkst. Das heißt, existere heraustreten, aus dir vor dich hinstellen. Wenn es nur das Wort oder das Geräusch Gott ist, das du denkst. Und es existiert in dem Moment. Und er behauptet jetzt, dass es, wenn du das herausfindest, dass er nicht existiert. Selbst wenn du was verneinst, musst du dir das, was du verneinst, dir ausdenken. Klingt nur am Anfang wild, nicht existent, nicht herausgetreten ist das, was du nicht denkst. Ich sage immer, ein nicht gedachter Gedanke ist nicht existent. Ein nicht gedachter Gedanke, den wir uns jetzt denken, ist ja schon wieder da. Wir müssen uns immer was vorstellen. Vernichtungswaffen im Irak nicht existieren, ist das eine extrem relevante Information. Ja. Das ist ganz wichtig, wenn wir plötzlich rauskriegen, dass im Irak da eigentlich gar keine Vernichtungswaffen sind. Du merkst jetzt schon wieder, was jetzt hier ganz weggeht,
dass du hier schon diese Aussagen zeigen, dass er in seinem tiefsten Innern, den wir uns jetzt ausdenken, muss ja so sein, wir denken uns ja so aus, dass er in keinster Weise daran zweifelt, dass da außen trotzdem ein Irak ist. Ein Irak ist. Das ist nur aufmerksame Beobachtung, dass du immer mehr merkst, dass du wirklich bloß Deppen um dich herum hast. Aber jetzt ist es Verrückte, du kannst die Weisheit, die Einheit, die Liebe des Zentrums, kannst du nur wahrnehmen, indem du ein Gegenteil schaffst. Das heißt, wenn du die Weisheit bist, muss um dich herum die Dummheit sein. Was natürlich jetzt sehr interessant ist, da springen wir ganz, warte mal einen kleinen Moment. Technisches Problem. Da springen wir jetzt einfach hier rein. D-U-M-M. Okay? Das sind Metalle, Mineralien, das heißt einmal Schweigen, Stille, Still, Stumm. Was jetzt ganz interessant ist, das ist dumm. Ich habe jetzt hier geschrieben, leblose, geistlose Materie. Das ist, es gibt übrigens einige Wörterbücher, die das auch so übersetzt. Darum steht jetzt erst einmal, das kann nicht reden, das kann Geräusche von sich geben. Da müssen wir jetzt einmal hier bei der Schöpfung der Tiere, in der deutschen Übersetzung kriegt man das nicht mit, in der Schöpfungsgeschichte, dass wir hier einmal die Lebewesen haben. Und hier, was dann hier als Haustiere übersetzt wird, da kann man eigentlich sagen, es ist ein Zustand, die Grundradix ist der Zustand, ich nenne das mal Behammer, machen wir gleich. Das ist das Haustier, das Tier, das Vieh, mit Brausen und Sausen, im Schnurren und Murren, das ist also hier aus Wörterbüchern, und ich habe jetzt hier die Kleinigkeit B als Vorsilbe, heißt der In. Inmitten. Und wir haben jetzt hier HMH. Und je nach Wörterbuch wirst du da finden, Brausen, Brummen, Gurren, Rauschen, selbst Summen, Dönen der natürlichen Wesen. Im Gesenius heißt es das Brausen der Brandung, das Rauschen des Windes. Ich habe es dann ganz einfach, um das darzustellen, geschrieben, Geräusche ausstoßen, ein schreiendes, brüllendes, lärmendes Vieh, und dazu gehören auch alle geistlos sprechenden Inos, Primaten und Menschenaffen. Das heißt, es ist etwas, es tritt was in Erscheinung, diese Haustiere, die Lebewesen, die Geräusche von sich geben, aber sie wissen ja nicht, was es bedeutet. Wenn du jetzt ein bisschen hier zugehört hast, wirst du feststellen, dass du zwar Geräusche von dir gibst, Worte, dass du auch felsenfest davon überzeugt warst, dass du weißt, was es bedeutet. Aber was du hier verwechselst, ist, dass das, was man dir erzählt hat, habe ich gehört, dass es bedeutet, ist nur ein winziger Aspekt, was das Wort oder das Geräusch wirklich bedeutet. Und das ist jetzt genau dieser Zustand, das seid jetzt ihr als normale Menschen. Und das erweitert mir ins Göttliche, indem du plötzlich merkst, dass hier da nicht nur in den Worten Energien sind, dieses im Anfang war das Wort, dass es so eine Dimension plötzlich kriegt. In allen Religionen hast du das, ob ich Gebetsformeln runter murmle, Hare Krishna 2000 Mal am Tag, Hare Krishna, Hare Rama schrei, dass man noch irgendwie merkt, das Wort hat irgendwie Macht. Das ist nicht nur in diesem Johannesevangelium. Aber was du nicht begreifst, nur weil du stundenlang einige Floskeln vor dich hin plapperst, deswegen wirst du nicht heilig. Du musst die einzelnen Geräusche verstehen und anwenden lernen. Das ist das, was ich euch beibringe, die nächsten 600 bis 700 Jahre. Zeitlich gesprochen. Klingt jetzt natürlich wieder für einen Materialisten, Der kickt sich selber raus. Ich lege keinen Wert darauf, dass mir einer glaubt, ich öffne eine Tür und nochmal, es ist ja mit nichts verbunden jetzt in Bezug auf den Menschen, der du bist. Ich mische mich in euer normales Leben gar nicht ein. Da muss ich mich nicht einmischen, weil ihr zurzeit genau das Leben lebt, das ich euch vorsetze. Wer meint ihr, wer das Programm geschrieben hat von dem Videospiel, das du zurzeit spielst? Irgendwann wird dir das schon mal aufgehen. So, weiter. Dann können Sie bestimmte Konsequenzen daraus ziehen. Wenn Sie herausfinden, dass Neutrinos existieren, aber Phlogiston nicht, ist das wieder auch relevant. So, wenn du herausfindest, dass Neutrinos, jetzt sind kommen die ganzen Elementarteilchen, du merkst, er verwirklicht Wissen. Es ist immer dasselbe. Unser Läsch, und dann denken wir uns das noch kleiner und das, er denkt sich alles aus, er denkt sich ein Wissen aus, wo er meint, es ist mein Wissen, meine Meinung, bis du neben dir stehst und feststellst, dass du bloß
dass das gar nicht deine Meinung ist. Es ist eine Anderung, die du vollkommen geistlos rezitierst und verwirklichst. Den Satz solltet ihr auf euch wirken lassen. Wen sitzt mein Siegfried? Nicht über. Stimmt, ja. Habe ich nicht am Anfang gesagt, wir wollen hier nur über wirkliche Fakten reden, über ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Wenn du frei zum Denken anfängst, dann wird dir das so unendlich klar, wie du ein hier und jetzt ausgedachtes Leben von neben dir gestanden bist. Und das ist jetzt kein Unterschied, ob ich jetzt ein hochstudierter Professor bin oder einfach bloß eine Hausfrau bin. Geist ist Geist. Ich sage auch nochmal, Geist oder Bewusstsein, ein bewusstes Sein, jetzt Sein rot geschrieben, nicht in Bezug auf was Existierendes. Bewusstsein ist nicht intellektuelles Wissen. Wissen ist das, was das Bewusstsein, der Geist benötigt, das Programm, um Bilder machen zu können. Du wirst umso höher dein Intellekt ist, umso größer und vielfältiger wird die Welt, die du dir ausdenken kannst. Die Möglichkeiten, die du in dir ausformst, die du aufwirfst als Gedankenwelt. Umso kleiner dein Intellekt ist, du kannst jetzt einen riesen Geist, es gibt einen großen und einen kleinen Geist. Ja, sagen wir haben doch Gott, den großen Geist, den absoluten Geist und wir haben den Geistesfunk. Und da merke ich immer bei einigen noch im Gespräch hier, dass ich das nicht oft genug sagen kann. Es gibt nur diesen einen Geist. Und wir sagen jetzt, es ist ein Bücherregal. Das heißt, dieser Geist hat als intellektuelles Wissen ein Bücherregal. Eigentlich ist es eine Bibliothek. Aber wir bleiben in dem einfachen Beispiel, das Buch der Bücher. Und das ist der Intellekt, das ist mein Intellekt. Das ist die ganze Bibliothek. Und jetzt, wenn ich jetzt hingehe, das ist dieses Ja. Kannst du rechnen? Ja. Aber an was denke ich? Aber jetzt sage ich mal, ach Gott, ich lebe jetzt einmal das Leben vom Johannes und dann nehme ich das Buch und sobald ich mich in das Buch reinfokussiere, in das Leben, dann erlebe ich dieses Leben, ich erlebe es. Und alles andere ist jetzt im Hintergrund. In dem Moment wird mein Geist zum Geistesfunk. Und wie oft habe ich zu Geistesfunk von mir schon gesagt, ich bin du, ich bin wirklich du. Das heißt, ich meine jetzt nicht dich als Mensch, als Person, ich bin das, was du sein wirst, wenn du das Buch zu Ende gelesen hast. Und das ist schon, da ist jetzt keine Bedingung, da muss ich nicht drohen, da ist nichts, das ist einfach. Und jetzt ist natürlich irgendwann einmal, wenn du den Geist wach hältst, dass du dann wirklich weißt, dass du der Leser bist. Glaub mir, du wirst nicht jeden Tag, sei ich die Liebesfilme oder was, dann wirst du mal einen richtigen, kräftigen Krimi oder einen Horrorfilm lesen. Wenn das im Hintergrund ist, jetzt kannst du natürlich nicht von unten nach oben sehen. Mein Beispiel, ich sage jetzt einfach mal einen Film, The Game. Das ist ja uns, was sich in dir abspielt. Es sollte bekannt sein, wenn er nicht bekannt ist, macht es auch nicht, aber jetzt denkst du, du bist dieser Van Hotten oder wie er heißt. Diese Hauptrolle. Superreich, Magnat, lebt fast in einem Schloss und innerhalb von 3 Tagen zieht es den seine gesamte Existenz unter dem Boden weg. Also den Boden unter den Füßen weg, so rum. Das heißt, er landet auf einer Müllhalde in Mexiko, er weiß nicht, wie es ihm geschieht. Es ist am Anfang ja überhaupt nicht durchsichtig. Und jetzt stell dir vor, du liest diesen Roman und du spielst diese Rolle. Dann ist es die Hölle. Das Schöne ist, ausgedacht erlebt sowieso nichts, du erlebst. Spannend wird es, wenn du wirklich bewusst das erleben kannst, aber immer im Hinterkopf noch die Wahrheit hast, das ist jetzt bloß ein Traum. Es ist ein Film, er unterhält mich. Das heißt, du bist jetzt der, der leidet, der Angst hat und der, der das genießt. Und dann schlägt dieser Film Haken und Haken und Haken, also sollte man angeschaut haben. Es ist selbst einer der wenigen Filme, was auch in der Kategorie gehört, ist Sixth Sense, wo, wenn du normal jetzt auf unserer Ebene, unteren Ebene, auf dieser Ebene mal gesprochen, jetzt den im Fernsehen siehst, in einem Fernsehen die kleinen Beschreibungen von den Filmen. Ich habe bis jetzt erst 2 oder 3 Filme, wo ich wüsste, wo in den Beschreibungen der Filme in der Fernsehzeitung drin steht, mehr dürfen wir nicht sagen, sonst würden wir ihnen den Film versauen. Wir würden ihnen den Spaß am Film nehmen, weil die wirklich solche brutale Enden haben, dass die nur wirklich knallen, wenn du es nicht weißt, was passiert. Und was der Game, wissen wir, ist ja das Schöne, es steigert sich dann, das kippt immer um, du weißt gar nicht mal, was noch Sache ist, und dann fällt er von dem Hochhaus herunter, durch ein Glasdach, puff, puff, puff. Also das totale Ende, jetzt wird er zerstört und dann ist unten, so wie bei der Feuerwehr, ein riesengroßes Licht-UB-Kissen, das ihm auffängt, obwohl er aus einer Riesenhöhe herabgefallen ist. Und dann ist eine Feier, eine Geburtstagsgesellschaft mit den Sektgläsern im Frack
Und dann kommt sein Bruder, der hat das alles organisiert, weil du warst dabei, ein riesengroßes Arschloch zu werden. Das heißt, in der letzten Minute, in den letzten Minuten in dem Film taucht plötzlich sein großer, in dem Fall der kleine Bruder, sein Bruder auf und sagt, ich habe das nur gemacht, weil du warst dabei, in dem Leben ein vollkommenes Arschloch zu werden. Macht euch einmal Gedanken darüber, was da für eine Metapher drinsteckt. Jetzt wieder zufällig Amerikaner, irgendwelche Schriftsteller machen einen Film, da könnte ich jetzt wieder sagen, selbst diese Drehbuchautoren, die euch ausdenkt, die waren von euch ausgedacht und ihr sagt dann, das ist wie unser Klingelingeling-Beispiel. Es ist letztendlich, kommt alles aus einem einzigen Geist und das bin ich. Ja, und ich bin du. Kann es also jetzt sein, bloß ich weiß, dass Sie einerseits etwas scheinbar besonders Informatives herausfinden, wenn Sie wissen, dass etwas existiert, andererseits aber irgendwie die Behauptung, dass etwas existiert, keinen Inhalt hat, weil alles existiert. So, das ist eines der großen Probleme. Ich werde gleich das darauf antworten. Das stimmt nicht. Das alles existiert, das Universum ist ja trotzdem da außen. Es ist immer noch Materialismus. Und jetzt interessant ist, was er jetzt erklärt. Er erklärt eigentlich in seinen Büchern, dass die Welt nicht existieren kann. Und du merkst, rein philosophisch betrachtet, in seinen Diesen dann glauben, das ist wie bei Esoterik hier. Es gibt ja bloß hier und jetzt, aber vor 5000 Jahren haben die Maya. Die traditionelle Lösung... Zu denen kommen wir übrigens dann noch gleich. Ich habe da einige schöne Stillblüten, dass ihr euch fast, ich sage immer wieder, wenn du die Esoterik-Szene betrachtest, mit der logischen Wertesystems einen vernunftbegabten, modern, naturwissenschaftlich erzogenen Menschen, wenn du die Position einnimmst, da ist dir klar, dass denen die Marken umdreht, wenn er macht, was die Deppen inszenieren. Wenn du natürlich jetzt mit Holofeeling aus der anderen Seite hier diese naturwissenschaftlichen Dokumente betrachtest, ich hoffe, das geht euch langsam mal Licht auf, dass euch genau die Morgen so rumdreht. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Und Freiheit ist, dass du alle Perspektiven einnehmen kannst. Die Perspektivmöglichkeiten sind immer gleichzeitig da, du kannst immer bloß eine anschauen. Aber jetzt wird dir bewusst, dass wenn du eine anschaust, im Hintergrund im selben Moment die andere auch da ist. Ich muss bloß die, die ich sehe, um 180 Grad drehen. Darum sage ich hier eine schöne für euren momentan geliebten Alltag, ein schönes Training, eine schöne einfache Sache ist, dass du einfach dich beobachtest, was dein Wertesystem wertet. Ob es gut ist oder schlecht ist. Und dann drehst du einfach das, was du jetzt wertest, um 180 Grad. Das kann in manchen Fällen dann sofort logisch erscheinen, dass das auch möglich ist. Es gibt manche Fälle, wo dir die Haare zu Berge stehen. Aber du musst die Demut haben, zu wissen, dass das, wenn das dass deine Vorstellung von richtig wäre, wäre das, was dir jetzt logisch erscheint, verkehrt. Dieses Problems, die Grundidee ist zu sagen, existieren heißt in der Welt vorkommen. Ja, das wäre die erste Ontologie. Die meisten von uns... Kommt jetzt diese Computermaus in der Welt vor? Nee, die ist jetzt aus deinem Kopf aufgetaucht, weil Welt ja erst dann existiert, wenn du dir Welt denkst. Die ist jetzt einfach bloß da. Welt ist nur dann da, wenn du sie dir denkst. Außer, du betrachtest jetzt das Wort Welt als die große Kollektion, die du Welt nennst. Aber das ist dann wieder das Universum. Eigentlich sehr WL, können wir L ja auch als Gott setzen. Dann stimmt es. Aber solange ich Welt, eher, du merkst es im Ganzen, in dem Gesamtkontext, wie ihn ist Welt, ihm diese Vorstellung der Galaxien da außen, das ist für ihn das Ausgedachte, das wird nochmal in Frage gestellt. Vertreten die, ohne es zu merken. Ja, also wenn Sie sich fragen, was heißt es, dass etwas existiert, dann stellen Sie sich irgendwie vor, dass es so einen Bereich gibt, ja, egal wie Sie sich den Bereich ausmalen, und in dem Bereich kommt jetzt etwas vor. Ja, wenn Sie sagen, Gott existiert, dann stellen Sie sich ja irgendeinen Bereich vor, in dem Gott existiert. Ja, nicht Köln. Ja, Gott existiert nicht in Köln. Aber so. Das lasse ich jetzt kleinen Moment, ich suche jetzt mal, das lasst uns jetzt, weil das geht ewig so weiter, aber wir schauen jetzt mal. Ich könnte aber jede Sache, die erklärt. Udo, nochmal zu der Maus. Wenn ich die Maus als ein Teil meiner Welt definiere, dann existiert sie doch in meiner Welt. Richtig, darum habe ich ja gesagt, die Frage ist, was ist Welt? Ja. Das ist aber, die Welt existiert ja nicht, wenn du nicht an die Welt denkst. Das heißt,
Du machst jetzt schon wieder den Fehler, du bist ein Kino und es existiert nur das, was auf der Leinwand ist. Und wenn ich auf der Leinwand eine Maus habe, ist diese Maus, die Welt selber wäre jetzt dein Programm. Als Konstruktprogramm. Aber so wie hier Welt definiert ist, als was da außen, als großes Ganzes, das ist nicht. Du weißt, was ich meine? Und wie gesagt, wir können, das ist ja das Schöne mit Holofeeling, dass du mit keinem mehr diskutieren musst, sondern dass wir uns einfach schauen, wie viele Denkmöglichkeiten es noch gibt. Es stellt sich, sobald was gedacht wird, irgendeine Aussage gedacht wird. Nochmal, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas falsch ist. Dann soll oh, nur mal ein Gedanke. Das ist immer unsere Bezi-Geschichte. Das ist jetzt einfach mal der Name, der geht mit uns spazieren. Und da müsst ihr sagen, ich, einer meiner besten Lehre, ich habe durch Bezi, habe ich sehr, sehr viel Demut bekommen, weil ich gemerkt habe, wie unendlich geistlos ich bin. Der ist in der Lage, in Sachen negativ was zu sehen, der kann Sachen negativ sehen und Angst davor haben, wo ich auch nicht auf die Idee komme, dass man davor Angst haben kann oder dass das schlecht ist. Jetzt ist es, was jetzt ironisch klingt, das meine ich ernst, dass du merkst, Mensch, im positiven Sehen der Sichtweisen habe ich eine riesen Fantasie, und ich mache mir überhaupt keinen Kopf, dass das schlecht sein könnte. Und da ist der Bezi ein Weltmeister ohne Ende. Oder was unser Barnikbecki. Ist jetzt kein Witz. Einfach eine Geschichte, die ist in einem Raum und dann fängt die zum Hyperventilieren an, weil sie panische Angst hat zu ersticken. Dann muss sie raus. Kaum ist sie 5 Minuten aus dem Haus draußen, dann schaut sie schon nach oben, weil sie eine panische Angst hat, dass ein Flugzeug vom Himmel fällt und nie auf den Kopf drauf fällt. Das ist so ein Bezi-Prinzip. Aber auch die Programme sind Programme in Programmen. Das ist wie beim Videospiel. Jeder Charakter, der in dir auftaucht, ist ein Untersystem von deinem Programm. So, das haben wir jetzt übrigens nicht aufgenommen. Das macht aber nichts, weil das hätte eh nicht drauf sein sollen. So, das wollte ich jetzt. Ich lasse jetzt einmal blind laufen, weil ich habe ja gesagt, wir müssen jetzt mit Formeln anfangen. Ohne los geht's. Was, nochmal eine Frage? Ohne Aufnahme, oder? Doch. Ganz normal, immer weiterlaufen. Ich habe nur bei mir. Ah, die will nicht. Ja. Ja. Ja, also es gibt die Gesamtheit dieser Dinge. So. Okay, komme ich zurück. Ich brauche auch nicht mehr sehr viel Raum. So, ich mache mir noch selbst. Jetzt pass mal, was jetzt passiert ist. Dass hier ein ganz neutraler Satz hier fällt und man kann plötzlich lachen. Dann sitzt da noch ein Blacksfitz, da ist euch überhaupt nichts lustig dran. Sag ich euch nicht, Geist zeigt sich, es ist die Kunst, über alles und jeden zu lachen, ohne sich über was jetzt lustig zu machen. Das ist, ich könnte jetzt fragen, sie hat so schön gelacht hier, meine Nadja, du, was nimmst du für ein Zeug? Wie heißt das? Und da sagt die Nadja, Udo. War ein relativ einfachen Einwand. Es sieht doch so aus, ja, als gäbe, das kennen Sie alle auch, aber Philosophen haben auch darüber nachgedacht, dass der Allquantor, das heißt alles. So. Das ist alles. Hochinteressant, wenn ihr jetzt Bücher über die hebräische Sprache anschaut, das ist das altphönizische Aleph. Man sagt, das Haupt des Stiers, schaut, das sieht aus wie ein Stier. Das ist alles, das ist Aleph. Darum beginnt auch die Dora nicht mit dem Aleph, sondern mit dem Bet, weil die Welt beginnt erst mit 2. Die 1 ist allumfassend. Und darum ist der erste Buchstabe dieses Bereshit, was mir ja ganz nebenbei, muss ich jetzt hier nur noch, das schiebe ich jetzt auch schnell rein. Wir schauen uns mal das nochmal, wie ich gestern gezeigt. Den ILS-Wert, die Radix, Elohim, Elohim, Becher. Die einzige Stelle in der Tora, wo das vorkommt. Das ist praktisch Elohim ist Gott, der Gott, Becher. Jetzt haben wir hier schon, ich mache nur nach unten, da habe ich nur die Stelle gezeigt, das beginnt hier. Dann heißt es nicht mit unseren Vätern hat Jahwe diesen Bund gemacht, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind, von Angesicht zu Angesicht. Da steht übrigens im Original, wenn ich jetzt die Stelle, die Bibelstelle, wo das ist, ist dieses Penim el Benim, hat Jahwe auf dem Berge, das ist Haar, in diesen Quintessenzkopf. Der Berg ist Haar,
Jetzt, wenn wir ins Original gehen, und das ist die Quintessenz des Kopfes, wir sind im roten Bereich. In diesem Kopf, Haar ist ja HR. Das deutsche Wort Berg ist natürlich im erweckten Geist, BRG. BRG, im erweckten Geist, ist wieder das, in der Aussage nur etwas gedreht, aus dem Feuer, Asch. Das ist die schöpferische Logos. Das Feuer ist ja hebräisch Asch, rot geschrieben, der schöpferische Logos. Mit euch geredet. Und dann geht's hier weiter. Ich stand zwischen Jahwe und euch im selbigen Zeit. Ich, OB, rede mit dem Ich Bin, da unten, und dein Ich steht, ZW Ischen, der befiehlt zu schlafen. Der schlafende Geist steht zwischen den Bröseln, die er sich ausdenkt, und seiner Energiequelle, die ihn antreibt. Ich stand zwischen Jahwe und euch in selbiger Zeit, um euch das Wort Jahwes zu verkünden, denn ihr fürchtet euch vor dem Asch, vor der schöpferischen Logos, und stieget nicht auf den Berg, in dem er sprach. Ihr sprach nicht in den Kopf, in den Quintessenz, ihr wollt nicht in den Quintessenzkopf hineingehen. Es ist irre, was da drin steht, ne? Und jetzt kommt, wenn ihr weiter, wenn es weitergeht, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten. Mitzrayim. Mitzrayim ist Ägypten. Die Welt, wo man für Geld, für Lohn arbeitet. MZR heißt eine gestaltgewordene Form des Meeres. MZR, Yom. Zur ist die Geburt deiner Berechnungen. MZR ist die Gestaltwerdung, ist die Geburt deiner Berechnungen des Meeres. Darum ist auch El Hayom, Gott das Meer, kann ich auch El Hayom lesen, das heißt die Beschwörung des Meeres. Du beschwörst letztendlich deine eigenen Energien und verwirklichst dich. Wir machen jetzt Mythologie bloß mit einem streng arithmetischen, viel genauer noch wie deine Vorstellung von Physik, arithmetischen Raster im Hintergrund. Wie in einem Programm. Okay? Und jetzt kommen hier die 10 Gebote. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin du. Es gibt keinen, der kräftig ist wie du. Uns pinkelt keiner ans Bein. Schon gar nicht der Gedanke von uns. Das ist ja lächerlich. Das große Meer, wo ich immer sage, jetzt taucht eine Welle auf und ich sage, oh, hast du mir jetzt Angst gemacht? Ja, was ist, der lacht jetzt, der Stefan lacht. Schau doch einmal jetzt in die Welt von Stefan rein, da kommt eine Mücke von deinen Gedanken und der Stefan, den du dir ausdenkst, scheißt fast in die Hose. Jetzt lachen wir. Also gut, das wollte ich euch nur zeigen und jetzt machen wir einen Sprung einmal in die Hulu-Arithmetik. Da fahren wir jetzt ganz am Schluss. Das ist natürlich heftiges Zeug hier, das ist starker Stoff. Richtig starker Stoff. Da fahren wir jetzt ganz, da merkst du schon, das ist wirklich Rechnen in der höchsten Form. Macht dann so einen Spaß, man muss sich nur Interesse haben. Das ist fast wie Elektropfeife. Wir schauen uns mal die letzte Seite an. Mal genau aufpassen. Okay? Du Geistesfunken bist als Mensch gewohnt, von links nach rechts zu lesen. Die heilige Dora wird jedoch von rechts nach links gelesen. Das, was für normale Menschen das Ende eines Buches darstellt, ist in der geistigen Welt der Anfang von allem. Jetzt haben wir wieder die Alten und die Jungen. Ich bin Alpha und Omega. Anfang und Ende. Wenn man alle Zeichen meiner heiligen Bibel, Bibel, in mir ist gleich in Gott. Dora ist die Reihe. Dieses Dora ist die Reihe, das ist jetzt, hier ist die Energie und da brüt, kommt unser Spiegeltunnel. Wenn wir jetzt einmal die einfache Metapher nehmen. Abgesehen vom ersten Wort mit einem einzigen Zeichen symbolisiert, dann bietet sich dazu das NP an. Das heißt also, wir sagen, das erste Wort der Bibel nehmen wir, dieses Bereshit, inmitten des Kopfes, es gibt ja viele Barashit, die Erschaffung von Shit, von Scheiße, von etwas Aufgebauten. Können wir ganz kurz nochmal anschauen. Da würde ich jetzt natürlich hier. Das ist ja zigfach hier dargestellt, unser Bereshit. Wir haben also zuerst einmal im Kopf, wir müssen jetzt unten nicht klingen, da seid ihr ja schon Insider, ne? Inmitten dieses Kopfes. Wir können natürlich auch hier Bara einzeln machen, dann heißt es schaffen, schaffen, erschaffen, erschuf, bilden, gestalten, erstellte her,
brachte hervor, stärkte, nährte, schaffen. Das wohlgemerkt, all das ist klassische Übersetzung von Juden. Bäume fällen, modern zerhauen, Bäume fällen, und dann kommt hier mit Quere, Bera, eine polare rationale Schöpfung, unsere Symbolik jetzt, Bera in ist B plus rationale Schöpfung, von aus all Gott, oberhalb Joch. Und Shit. Shi ist das Geschenk. Ist eine geschenkte Erscheinung und Shit als Ganzes, das heißt praktisch jedes Erschaffen von Scheiße, ist ein Exkrement, etwas Herausgetretenes. Und dieses Shit solo übersetzt heißt, setzen, legen, stellen, einsetzen, etwas aufstellen, ordnen, anordnen, machen, schaffen, sich etwas verschaffen, etwas bestimmen, über etwas richten, legen, setzen, einsetzen. Dann auch die Kleidung, K heißt wie Leid. Die Kleidung ist das, was dich umhüllt. Darum habe ich ja meine Apokalypse in euch auf. Die Enthüllung, dass die Scheiße endlich weg ist. Stille stehen wird die Zeit und der erste Himmel und die Erde, Anführungszeichen, die du dir bisher ausgedacht hast, werden vergehen. Und der Menschensohn macht alles vollkommen neu. Ich halte meine Versprechen. Hey, ich könnte in diese Augen lügen. Dornenstrauch, Disteln, Gewand, bla bla bla. Das ist jetzt hier dieses Erste, das Alpha und das Omega. Aber es sieht jetzt folgendermaßen aus, und wir machen nur dieses erste Wort, und die ganze Reihe, die ganze Dora, machen wir, ist die Weisheit, fassen wir zusammen als Symbol des P, des NP. Okay? Das habe ich jetzt hier für das NP an. Das NP steht für die göttliche Weisheit. Das ist jetzt nur die Weisheit, das ist die Kollektion der göttlichen Weisheit. Wir haben praktisch am Anfang inmitten dieses Kopfes, und dann kommt die göttliche Weisheit. Das ist der Rest von dem ganzen Zeug, was hinten dran hängt. Das heißt, P heißt die Weisheit Gottes oder mein Wissen. J als Suffix heißt er immer mein, und mein Wissen ist die Weisheit Gottes. Im Anfang von allem stehe ich UB. Okay, da steht jetzt ich Udo. Das steht übrigens weiter vorne, das ist jetzt reines Hebräisch, das heißt die Einzigartigkeit, die Einheit, die vollkommen, das ist erklärt, könnt ihr im Wörterbücher nachschauen. In der Grundrarix. Im Anfang befindet sich meine göttliche Weisheit in diesem P. Wenn man das erste Wort der Heiligen Dora genauer betrachtet, erkennt man, und jetzt ist ja das P, heißt ja in, ist in jeder Dora größer geschrieben. Das ist ein großes P. Und dann, ich mache das einmal anders, kleinen Moment, mir fällt da gerade was ein, das könnte eigentlich hinhauen. B, Rashid. Das ist ein Ei, ein Nichts, oben brennt das göttliche Feuer, Dreizack, und sitzt auf unten die Wendel auf der Erscheinung. Und was das bedeutet, da müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Hat die Schattenfrau gemalt. Also gut, wir machen dieses B, Rashid. Die heilige Dora beginnt mit den Worten P, T, Shin, E, R, von rechts nach links gelesen. Fragen? Das ist natürlich auch bloß Zufall, habe ich jetzt gescheit Glück gehabt, dass das zufällig passt. Jetzt bringen wir irgendeinen Maharashi oder irgendeinen Halbgott, die hier losschwätzt und sich anbeten lassen von irgendwelchen Sekten. Heinis, das ist ja, man wird ja so gern bewundert, machen wir dann gleich auch was Spaßiges dazu, der euch das bieten kann. Das ist eigentlich hier, was man wissen muss. Das Ganze erzähle ich euch nicht, dass ihr in irgendeiner Art und Weise meint, dass der Brüssel Udo, der jetzt in dir aufgetaucht ist, dass der wichtig ist. Du bist wichtig. Du bist dieser Kopf, dieses Zentrum. Dich will ich erwecken. Nicht irgendeine Figur in deinem Traum. Diese Eigenartigkeit, dass die Kleinsten, die Demütigsten werden die Größten sein. Aber wie gesagt, all das wird dir nichts nützen für deine momentane Traumwelt. Wir wollen ja nicht deine Traumwelt verändern, sondern dich auf die Ebene heben, dass du das Kino wirst, in dem der Film läuft. Und solange du noch meinst, du musst deine Welt verändern, egal was, nehme dein Kreuz auf dich und folge mir. Darum auch unsere Hitler-Sache, die Hess-Sache, wenn du das siehst. Es ist auch, es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ich sage von vornherein, es gibt überhaupt keine Vergangenheit. Du verwirklichst jetzt erst einmal diesen Führerscheinprüfungsbogen in dir, bis du selber zum Denken anfängst.
Aber wenn man akzeptiert und wertfrei beobachtet, dann häufen sich die positiven Zufälle im Leben und paradoxerweise bekommt man dann doch das. Johannes, das ist im Gegenteil, das geht noch einen ganzen Schritt weiter. Ich mache immer gern, wenn du anfängst, hier einfach deine Rolle bestmöglichst zu spielen, das heißt, du spielst das Leben so, wie es dir vorschreibt, aber bist immer in der Beobachtung. Und du wirst jetzt merken, dass dieser Mensch, dessen Rolle du spielst, das Programm, ein Fehler im Programm ist, dass der sich laufend verbessern will. Das wäre ungefähr so, wenn man uns jetzt das Schweigen der Lämmer anschaut, das hat ja was mit den Schäfchen zu tun, mit dem Lamm. Und jetzt haben wir so diesen genialen Hannibal Lecter. Und irgendwie, jetzt stell dir vor, der Film wäre jetzt einfach im klassischen materialistischen Sinne für den eine reale Welt und er kriegt jetzt irgendwie Gewissensbisse und er versucht, sich gut zu machen. Weil er ja erkennt, dass er was Böses macht, wird dieser herrliche Film in sich zusammenfallen. Ihr merkt, das ist ein komplett anderer Ansatz. Jetzt schauen wir hier, also wir waren jetzt nur, übrigens, das machen wir jetzt kurz weiter, das ist das Zeichen Aleph. Umgedrehtes A heißt alles. Das nenne ich auch das böse A, weil es umgedreht ist. Und dann gibt es das böse E. Das böse A. Das soll heißen, dass es etwas gibt. Das alles ist das böse alles. Und jetzt kommt das böse E, die böse Energie. Interessant, gespiegelt irgendwie auf dem Kopf stehen. Das ist aber schon der Stier. Die phönizischen Zeichen, das ist original, das altphönizische Aleph ist. Und darum heißt es auch der Stier, das Haupt des Rindes. Könnt ihr ganz wie eine Maske, wie eine Rindermaske. Ja, also für alles gilt, für jedes X, egal was Sie einsetzen, gilt. Und für irgendein X gilt, ja, das soll der Existenzkanto sein, das. So. Und jetzt könnte man aber sagen, naja, das stimmt ja vielleicht irgendwie alles, aber können wir nicht doch über alles reden? Zum Beispiel, es gilt doch wohl, für alle X gilt, X ist mit sich selbst identisch. Ja, so. Alles hat doch alle Eigenschaften, die es selber hat. Ja, ich kann doch kein Gegenbeispiel bringen. Ja, was wäre denn das für ein Gegenbeispiel? Also gut, jetzt kriegen Sie schon Probleme, denn jetzt müssen Sie einen Satz vom Widerspruch annehmen. Das heißt, jetzt kommt die ganz große Falle und das ist auch eine Erwähnung, was gleich merken. X ist gleich X, setzt im selben Moment das Gegenteil. Nochmal, wenn du eine Formel Form L, die Form von L, setzt man das L des E als 70, dann hast du ein augenblickliches L, ein altes Hoch, das Joch, ein augenblickliches Joch. Diese Form, L ist auch Gott, wenn wir es mit Aleph schreiben, die Energie ist das Licht und die Form, Form L heißt eigentlich, wenn wir L jetzt, das klassische L, also 1,30 schreiben, 31, der Wert von Gott, das ist Gott. Dann ist es die Form von Gott, ist eine Form L. Aber was erzeugt jetzt diese Formen? Ja, die Form L, die Formel selber. Es ist das Programm im Hintergrund, macht eine Form von Gott. Dieses L wiederum ist das Aleph, die Energie, diese Energie, die Licht ist. Energie, diese nicht denkbare, Licht kann man nicht sehen, kann nicht vernichtet werden und kann nicht vermehrt werden, weil es kann nicht mehr Energie geben, wie ich bin, Gott. Es kann aber auch nicht vernichtet werden, weil nichts kann nicht vernichtet werden. Sie wird aber ständig im Traum durch die Visionen zu einer Vielheit gemacht und ständig in eine andere Form von Energie von Gott umgewandelt. Das heißt, es gibt einen träumenden Geist, der hier sich als Vielheit, als Facetten von sich selber erlebt, die ständig ihre Form verändern, wie ein El Hayom, ein Meer, das ständig die Oberfläche verändert. Ihr merkt jetzt, was ich spreche, sind symbolische Bilder, das ist eure Traumwelt, jeder Film. Nur, es ist real. Aber was ist real? Es ist genauso eine Information, wie wenn du was denkst, großes, kleines Weltbild, feinstofflich, real. Real ist nur sinnlich wahrgenommen, dadurch ist es hochkonzentrierte Energie. Jedes Physikbuch, Licht, Materie ist hochkonzentriert, Licht ist Energie. Und erinnere dich nochmal, du musst, wie tief musst du dich reinkonzentrieren, bis Bilder und Erscheinungen in dir kommen, wenn du die Architektur verstanden hast. Und darum ist Holofeeling, sich damit beschäftigen, wird immer klarer. Geht nicht um richtig und verkehrt. Und was ich jetzt hier sage, sobald ich hinschreibe, X ist gleich X, muss im selben Moment das Gegenteil entstehen, das heißt, dass X nicht X ist. Jetzt pass auf, es klingt zu kompliziert, die Lösung ist ganz easy. Schau doch mal jetzt dahin. X ist gleich X. Wir können jetzt zwei verschiedene Perspektiven einnehmen, wir können das von außen anschauen,
dann ist doch dieses X nicht dieses X. Es sind doch zwei verschiedene X, die existieren. Wenn ich jetzt das symbolisch sehe, was der Inhalt des Xs bedeutet, dann heißt es, die symbolische Bedeutung, der Inhalt von dem X ist gleich dasselbe, wie was in dem X ist. Das ist derselbe Inhalt, ist gleich. Von außen sind es zwei verschiedene X. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, von innen gesehen ist die Marion und der Udo ist derselbe Geist drin. Das ist ein Geist. Von außen gesehen sind zwei verschiedene Trümmer. Nichts darf. Ja. Du wolltest ja noch auf die Primzahlen eingehen. Was, ich verstehe nicht. Du wolltest doch noch auf die Primzahlen eingehen. Ja, aber bitte lass das weitermachen. Ihr merkt jetzt, dass da immer wieder Fragen kommen und jede dieser Fragen wäre ein Thema für eine Woche oder 14 Tage, wenn wir es genauer anschauen. Das ist nur der Thorax gerade, war eigentlich gesagt. Und da können wir uns jetzt die ganzen 3 Tage nur über Schädel, Körperglieder, Handknochen und da gehen wir mal in Medizin rein und schauen, wie die heißen. Ihr habt dann halt Spaß und ihr werdet plötzlich merken, dass Dinge, die euch nicht im geringsten interessiert haben, dass die spannender werden wie jeder Krimi, wenn man das Prinzip verstanden hat. Das Leben kriegt eine vollkommen neue Qualität. Widersprüchliche Sätze über es selber wahrmachen. Das ist aber wieder eine weitere Voraussetzung, aber das kaufe ich jetzt mal. Dazu gibt es auch Einschränkungen natürlich, aber okay. Das ist ein Einwand, den ich gerne kriege. Ja, was ist denn damit? Solche logischen Sätze sprechen doch über alles. Ja, für alles gilt, es ist mit sich selbst identisch. Ja, so. Nichts ist nicht es selbst. Ja, also außer in einem metaphorischen Sinn, heute bin ich nicht ich selber. Aber damit meine ich natürlich nicht, heute bin ich jemand anderes, so, sondern in dem hier relevanten Sinne. Ich meine damit was anderes, so ist metaphorisch nicht so wörtlich zu verstehen. Ihr merkt jetzt irgendwann, dass der Philosoph hier genauso leeres Zeug schwätzt wie unser Lesch. Zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass die Weisen deiner Welt lauter Dummköpfe sind. Nein, danke. Das ist ein alter Ego von mir. Habe ich am Anfang nicht gesagt, ihr seid Auserwählte. Ihr meine ich jetzt jeden Geistesfunken, der das lesen darf, der das erleben darf. Das hat nichts damit zu tun, wo du dich jetzt hindenkst, ob du allein vom Computer sitzt oder ob du im Auto sitzt und jetzt irgendwie eine Aufnahme anhörst. Das spielt überhaupt keine Rolle. Nein, no, sag doch was. Das ist das Problem. Nur nach Menschen geboten, wie man sie lehrt. Und wenn du jetzt irgendwie rumzappst als normaler Mensch, das denke ich mir jetzt aus, und du hast irgend von den Tausenden und Abertausenden YouTubes, wenn du jetzt ein normaler Mensch bist und da kommt irgendein Bibelspruch, dann zappen die eh weg, weil das kannst du eh nicht für voll nehmen. Das ist erbärmlich, ne?
Irgendwann kriegst du ein Gefühl, dass das erbärmlich ist. Jetzt glaube ich, sei das soweit. Der Begriff mit dem Auserwählten macht es uns natürlich schwierig, bescheiden zu bleiben. Oh. Es ist das, was jetzt das auslöst. Super Sache, Johannes. Ist da ganz toll eingefallen. Das, was das auslöst, das ist genau das, was du beobachten sollst. Der Auserwählte ist der Geist, der mir jetzt zuhört. Nicht der, der du zu sein glaubst. Der soll ganz normal seine Rolle weiterspielen. Aber da es gar kein Außen gibt, können wir auch eigentlich von nichts auserwählt sein. Es gibt bloß ein Haar Albaußen. Und jetzt nimm, was irgendwann einmal sich installiert, egal was ich behaupte, die Sprache ermöglicht es dir, so wie die Wellen, momentan in deinem Zustand immer bloß eine Seite zu sagen, eine Seite auszusprechen. Und es setzt im selben Moment das Gegenteil. Jetzt schau dann letzten Sonntag, da es ja kein Außen gibt, und es gibt ein Außen und es gibt kein Außen. Das ist H, All, ist die Quintessenz Gott oder der Gott, B, Halb, Außen. Jetzt ist halb außen, ist B außen, heißt polar außen. Innen 1, außen 2. Wie war das? X ist gleich X. Was jetzt? Außen 2, innen 1. Habe ich dir gerade erklärt. Mehrfach schon erwähnt, dass in 200 bis 300 Jahren, raumzeitlich gesprochen. Es ist Zeitfenster, es ist jetzt. Was passiert jetzt. Es ist immer, darum sage ich die einfachen Metaphern für euch, das sind die Einstacks, das sind so kleine Floskeln, euer Denken funktioniert nur raumzeitlich und darum sage ich, wir machen jetzt ein Zeitfenster, wie ich nenne, egal wo, von wo bis wo, beides ist jetzt, damit spannen wir praktisch was auf, das letztendlich sich in dem Punkt befindet. Also du musst dich lösen, ich sage, die Fähigkeit, um dich herum Raum und Zeit auszudenken, macht dich zu einem Gott. Aber das, was du dir ausklingst, würde ohne dich überhaupt nicht in Erscheinung treten können. Und es ist auch nur das, was du dir ausdenkst. Darum ein Satz, den du dir nicht oft genug bewusst machen kannst, wenn irgendwie da ein Gefühl dir auftaucht, dass du dir in die Hosen scheißt. Es gibt nichts, ich rede jetzt speziell in einer Ich-Form, es gibt nichts, was ich denken könnte, was mächtiger ist wie ich. Ich betone, was ich denken könnte, weil alles, was ich denke, ist immer nur, wenn ich es denke, es ist genauso, wie ich es denke, und wenn ich es nicht mehr denke, ist es weg. Was nicht heißt, dass es prinzipiell nichts gibt, was mächtiger ist wie ich. Das, was mich denken lässt, das muss mächtiger sein wie ich. Aber jetzt stelle ich fest, dass das, was mich denken lässt, noch nicht Gott ist. Es ist mein Glaube, mein Programm, mein Ego. Offensichtlich ist mein Ego mächtiger wie ich, der Geist, der dieses Ego verwirklicht. Und jetzt kommt eigentlich erst ein wirklich geistreicher Erkenntnis, ich bin doch mehr wie das Ego. Das Ego ist doch auch bloß wieder was Ausgedachtes von mir. Aber jetzt habe ich die Reihe vor mir. Das heißt immer wieder dieses, der Pinsel malt ein Bild und der Maler, der träumende Geist, sein Intellekt, all das, der Maler wie das Bild, beziehungsweise der Pinsel, der träumende Geist, sein Intellekt, all das sind ausgedachte Dinge von mir. Das ist die Tür, wo du durch musst, in dieses Nicht-Denkbare mehr. Okay? Den haben wir dann schon gehabt. Also, ja, die Idee, muss es doch Metaphysik geben, eine Theorie von allem. Nur ist die Theorie von allem weder die Physik noch eine sonstige Leitwissenschaft des Tages, sondern, und das hören dann Philosophen gerne, die philosophische Logik. So, das haben Philosophen 2000 Jahre lang geglaubt. Platon, Aristoteles haben diesen Gedanken eingeführt. Frege teilt das noch. Der Mathematiker. Das ist jetzt die kleine Geschichte, wo er sagt, das haben die geglaubt. Die Philosophen, die er sich ausdenkt haben, die müssen wir jetzt Bein verdrehen, die haben natürlich das geglaubt, was er denkt, wie er sich ausdenkt. Das ist wieder Rezidieren. Und da habe ich, einige kennen die Geschichte. Ich habe mit einem jungen Pfarrer, ist schon hier und jetzt ausgedacht, Schnuffi, und war vor Holofeeling. Ich habe mit dem nicht über Holofeeling diskutiert. Hatte ich meinen Laden noch als Udo jetzt. Ausgedachte Vergangenheit. Und der hat hier losgelegt, was ich alles vor 2000 Jahren gesagt und getan habe.
Und dann sage ich, stopp einmal, fahr mal einen Gang runter, habe ich gesagt, du, ich habe mal eine ganz einfache Frage an dir. An was hast du vorgestern um 3 Uhr gedacht? Und dann schaut er mich an und sagt, weiß ich nicht mehr. Und dann sage ich, das ist hochinteressant. Du weißt nicht mehr, was du selbst vor 2 Tagen um 3 Uhr gedacht hast, aber du glaubst hundertprozentig sicher zu wissen, was ich vor 2000 Jahren gedacht habe. Es ist es wert, dass man sich darüber Gedanken macht. Dass hier eben dein Verstreuen deines Wissens, was du warst hundertprozentig sicher, was Hitler ist. Wie der ist und wie der Politiker ist, ist natürlich hochinteressant, hatte ich in einem Selbstgespräch schon mal, dass ich jetzt, ich sag so einfach mal einen Namen, Merkel, jetzt aktuell, und da hast du jetzt wieder deinen Ordner, jetzt musst du aber wissen, wie die Merkel ist, die du dir ausdenkst, hängt von deinem Glauben ab. Wenn du jetzt hier ein fanatischer Rechtsradikaler oder bist engagiert bei den Grünen, dann wirst du dir eine ganz andere Merkel ausdenken, wie wenn du irgendwie in der CDU irgendein Arschkriecher bist in der unteren Parteiebene. Das ist entscheidet, ganz dein Glaube entscheidet, wer das ist, die Merkel, genauso wer der Udo ist. Der Udo hat keinen Einfluss nicht drauf, den du dir ausdenkst. Der wird so sein, wie du ihn dir ausdenkst. Es ist jetzt interessant, dass du das Bild sekundär nimmst und dir Gedanken machst, was die Ursache ist, dass das Bild entsteht. Du landest immer wieder beim eigenen Glauben. Philosophische Logik ist Metaphysik, weil sie über alles auf einmal reden, indem sie die allgemeinsten Gesetze aufstellen, die gelten müssen, damit etwas überhaupt mit sich identisch ist. Klingt toll. So. Aber dagegen gibt es dann auch viele Einwände. Ich gebe Ihnen nicht. Also erstens ist, dass etwas mit sich identisch ist, nicht hinreichend dafür, dass es existiert. Beispiel, der gegenwärtige König von Frankreich. Der gegenwärtige König von Frankreich ist der gegenwärtige König von Frankreich. Oder das runde Quadrat ist das runde Quadrat. Ja, so. Oder dasjenige, was nicht mit sich selbst identisch ist, ist dasjenige, was nicht mit selbst... Da kommt jetzt der Punkt, der normale Mensch ist schön, Marion schüttelt den Kopf. Es ist eigentlich die Eigenart, jetzt gehen diese philosophischen Spinnereien an, die nicht einmal was mit Fantasie zu tun haben. Kannst du nachvollziehen, kannst du gleich sagen, was redet ihr eigentlich für einen Blödsinn? Kann ein Vorurteil sein. Aber es wird auch, so schöne Redo hat gesagt, einfach Udo, ich beobachte mich, wenn ich jetzt im Fernsehen rumzappe, was ich früher so gern geschaut habe, was man so in die Dritten hat oder vor allem in Deutschland hier auf NDV, kommen doch immer wieder die ein, wie ist das Universum entstanden und dieses und dieses. Er sagt, das ist mittlerweile, wenn ich reinschaue, das ist für mich schmerzhaft. Es ist schmerzhaft. Es tut richtig weh, wenn ich muss wegzappen. Was ich früher als Kind mich voll gefressen, Universum und Zeug, man will ja wissen, jetzt mit dem neuen Wissen ist es so lächerlich, dass es richtig wehtut, was das Widersprüche sind. Sich selbst identisch ist. Also dasjenige, was nicht mit sich selbst identisch ist, ist ja mit sich selbst identisch. Aber das soll es ja nicht geben können, dieser Definition zu folgen. Ja, so. Das ist nur der Widerspruch, was ich dir gerade erklärt habe. Es gibt zwei Seiten. Sobald du was denkst, darum ist auch, wenn wir uns unseren zentralen Tetraeder denken, ist im selben Moment der Zweite da. Extern, intern. Eltern. Die Mitte. Einige wissen, was ich meine. Das heißt, diese allgemeine Formel klingt wunderbar. Sie haben das Gefühl, dass Sie jetzt etwas sagen über alles auf einmal. Zwar nichts mit sehr viel Inhalt. Ja, also wenn Sie von etwas nur wissen, dass es es selbst ist, bringt Sie das nicht sehr weit. Aber Sie könnten sagen, ich weiß immerhin etwas sehr Allgemeines über alles. Nur nichts sehr Konkretes. Ja, also wir können kein konkretes Weltbild entdecken, aber doch, es ist doch ein formaler Einwand. Dagegen sage ich eben, wie schon skizziert, dass alle unsere Intuitionen darüber, unter welchen Bedingungen zum Beispiel das Gleichheitszeichen zu verstehen ist, schon extrem viel philosophische Arbeit erfordern, die sofort wieder in diese Richtung führt. Ich gebe Ihnen das und damit schließe ich mit dieser Überlegung noch ein Beispiel dafür. Wie können Sie eigentlich sagen, fragt sich wiederum der berühmte Frege, dass x gleich y sei? X gleich y, ja, sagt Frege, ist entweder ein Widerspruch, weil x nicht y ist, ja, entweder ein Widerspruch oder nicht informativ, weil x in Wahrheit x ist oder y in Wahrheit y ist. Also wie kann, ja, Beispiel Freges natürlich, wie kann eigentlich 2 plus 2 gleich 3 plus 1 wahr sein? So. Frege. Das, was ich euch schon gesagt habe, sehe ich das Äußere als Zeichen oder sehe ich das als Symbol für einen Inhalt? Sehe ich jetzt x ist Udo, y ist Marion. In der Einheit, es ist derselbe Geist.
Das ist die innere, wo man nicht, muss man reinschauen. Schaue ich nach außen, schaue ich es von außen an oder von innen? Jetzt kann man spielen, alles was kommt, bleibt sich und das lassen wir jetzt, glaube ich, gut sein. Das Prinzip ist bekannt, wo ich euch mitteilen will. Was ich jetzt gemacht habe, und jetzt machen wir ein bisschen, bin ruhiger, machen wir mal hier ganz spaßig, nur den Anfang. Hallo und herzlich willkommen. Rekord, alles okay heute? Sehr gut. Hallo und herzlich willkommen auf unserer Internetseite Breslev Koil. Ich bin David Kraus, im Torah-Tempel von Rabbi Nachman, angeführt von Rabbiner Shalom Arush, von dessen süßem Wasser wir alle trinken. Habe ich euch jetzt angespritzt mit diesem süßen Wasser? Ich habe euch betäubt jetzt. Das heißt, Männer, die brauchen für alles länger als wie Frauen. Und was ist der Grund dafür? Weil Frauen, wenn sie etwas machen, dann machen die das schon beim ersten Mal, machen die das richtig. Jetzt aufpassen. Das glaube ich. Da findet ihr einen super schönen Kanal. Jetzt habe ich einen neuen. Das ist unser Kanal. Gott hat uns beschenkt mit dem schönen Kanal. Und jetzt haben wir ein neues Video hochgeladen. Und das Video heißt Superman. Superman. Ich habe schon viele Antworten bekommen. Viele haben nicht verstanden, was ich meine. Und warum? Weil sie, nach dem Shio jetzt vielleicht, verstehen sie es. Und nächste Woche gehe ich vielleicht noch mehr. Von wem schöpfen wir unser Leben? Von wem schöpfen wir unser Leben? Die Tora lehrt uns, dass wir unser Leben, und was ist Leben? Leben ist Freude, Leben ist Zufriedenheit, Leben ist Glück, Leben ist Wohltun, ein Gönnen, ein Vergönnen. Alles, was mir das Gefühl gibt, von diesem, mir geht's gut. Das ist ein schönes Leben. Von wem bekommen wir dieses Leben? Von wem bekommen wir dieses Gefühl? Wow, mir geht's gut. Wir bekommen das vom Tzadik. Vom weisen und gerechten Mann bekommen wir das. Und warum? Denn der Tzadik ist ein Mann, in dem liegt der göttliche Geist. Auf Hebräisch heißt es, Ish Asher Ruach Bo. Ein Mann, ein Mensch, in dem göttlicher Geist herrscht. Und alles, was der Tzadik sagt, ist denn kommt in unsere Ohren und gibt uns sofort Motivation und Kraft und gibt uns Power und Antrieb. Und warum? Wie ich ihm sagte, wegen diesem göttlichen Geist, der in ihm steckt. Und warum ist dieser göttliche Geist, der in ihm steckt, so lebensschenkend für uns? Denn unsere Weisen lernen uns, Ruach Hashem merachefet al pnei amayim. Der göttliche Geist, er schwebt sozusagen über dem Wasser. Und es gibt kein Wasser außer der Tora.
Und dein Zadiga ist voller Tora. Voller Tora. Voller Weisheit. Voller Poesie, denn die Tora ist Poesie. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder sich mit dem Zadig verbindet. Mit dem Zadig verbindet. Dem Zadig zuhört. Tut, was der Zadig sagt. Das ist die größte Verbindung, wenn man lebt, was der Zadig sagt. Und jeder von euch hat immer noch die Möglichkeit, wir stehen ja jetzt seit 2 Wochen vor Rosh Hashanah, vor dem Neujahrsfest für uns Juden, wo die ganze Welt gerichtet wird. Und es gibt einen super Rechtsanwalt, nämlich der große Zadig Rabbi Nachman. Jeder sollte zu ihm hinfliegen, zu seinem Grab nach Uman. Ist natürlich jetzt kommt das da kann man auch nicht sehen. Das ist das immer die ist Ansätze. Ich habe ja ein schönes Update gemacht mit ihm. Die kennen einige, wo ich sage, er ist, obwohl er Jude ist, jetzt ausgedachterweise, ultraorthodox ist er nicht. Das ist wieder was. Es gibt ja im Jüdischen so viele Sekten, dass er 1000-mal mehr, wenn du die Videos von ihm her, 1000-mal mehr Christentum lebt durch seine Ausstrahlung, wie viele, die sich Christen nennen. Was er ist, er ist super modern, da sind viele, wo mit Facebook, der arbeitet mit Facebook mit ein, und du merkst, das Welt, die Welt außen, er bricht das 2. Gebot. Aber das hindert ihn nicht, trotzdem Freude zu haben. Und für ihn, der eigentliche Weisheit, das ist immer bei allen, ich bin Schüler von dem Meister und der ist Schüler von dem Meister und jetzt schauen wir uns mal den seinen Meister an. Der ist ja noch viel abgedrehter wie er. בחולל אדם דעת ענן אותי להבין שזה הדבר הראשון שאתה רוצה לדעת בורא העולם הבא שבשמיים מרצון שהדברים שאני יוצאים מהלב שלי ייכנסו ללב של כל השומעים אותי יהיו ממש חקוקים בלב שלהם והיו את הדברים עליה אמן כן יצאו שכל הזמן אדם יזכור שכששמים אותך באיזה מצב, תזכור, תתחיל עם האמונה. השם רוצה ככה. מה השם רוצה, שנתפלל, נעשה תשובה, נתפלל בית המקדש, נעשה מה שצריך לעשות. כל דבר לפי העניין שלו, נתפלל. רק שההתחלה תהיה אמונה, הכל התוצאה, אדם יעשה את הפעולות הנכונות. והאדם הוא... הוא לא מתחיל עם האמונה, אלא שהוא מאשים את עצמו, מאשים מישהו אחר, חושב, לא יודע מה, לא מזל, לא משנה מה הוא חושב, לא מזל, עשו לו עין הרע, לא משנה מה הוא חושב. לא משנה, כבר, ברגע שהוא לא אומר שזה השם, אז מה זה משנה מה הוא אומר, עין הרע, עשו לו זה, הוא מאשים את עצמו, הוא רשע, אבל בגלל לא, לא משנה מה שהוא אומר. זהו. האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, כל ימי חייהם, אפילו שהיו צריכים משהו הכי פשוט, הכי קל, מה שאנחנו רוצים כוס מים, חסר להם שרוך בנעל, משהו, תגיד, פעות שבפעותים, פעות, כמו שאמרתי, כוס מים, לא יודע מה, איך היו מתפללים אברהם, יצחק ויעקב? הם מתפללים, ראש העולם, תן לי כוס מים, אין לי שום עצה לקבל כוס מים, אין לי, אתה חיים עליי. כי האבות הקדושים חיו באמונה שלמה, שכל מה שקורה זה רק השם נותן. לכן, כל ימי חייהם האבות הקדושים התפללו, כאילו שיש פה ים סוף, ופה מצרים, ופה חיות, שאין לו שום עצה. צריך כוס מים? הוא רואה שעכשיו, הנה יש פה ים סוף, ופה מצרים, פה חיות טורפות, פה חיות טורפות. אין שום עצה, רק השם יכול לתת כוס מים פה. רק השם. לא היה להם טיפת כוחי ועוצים ידי. לאבות הקדושים. טיפה. היו חיים באמונה שלמה, שרק הבורא יכול לתת כל דבר. לכן כל ימי חיים מתפללו על כל דבר, כאילו שעומדים, כמו שכל דבר בדבר התפללו עליו, שאין שום עצה. כי באמת אין שום עצה. זה שאתה, בסוף, ich wollte eigentlich
die lustige Seite von dem zeigen. Den habe ich aber nicht abgespeichert. Mal schauen, den finden wir dann schon. Der ist nämlich irre. Der ist irre. Meistens sieht er so aus. Ausgedachterweise. Hallo. Handy, alle Handy, Facebook, die sind voll drauf gebiet. Eine, muss ich. Ach, sehr hart. Aber da hattest du die Legame. Masche, ha, ja, ha, ja. Wir haben das, glaube ich, auf Deutsch auch noch. Hä? Ah, voll gut. Warte doch mal. Da geht es nur um Glaube. Es ist immer die Raumzeitlichkeit, das eigentliche Problem. Das wird hier nicht angetastet. Dass du ihn hier kennenlernst. בוא תכיר אותו כשאדם עובד להכיר ולדעת הקדוש ברוך הוא אין מציאות שהוא ישבר אפילו שנייה כל מה שהיא אמרה לה רק הוא מכיר את הקדוש ברוך הוא יודע שבוא העולם אם הייתי צריך לבוא לזה אם הייתי צריך לבוא את התפילה הזאת את הכישלון הזה את הירידה הזאת את העניין הזה, את היסורים האלה כי בוא לעולם ראה שרק ככה אני יכול להכיר אותו ולדעת אותו בוא לעולם אני לא רוצה לא עולם הזה, לא רוצה עולם הבא אני רוצה להכיר אותך רק לראות את יצורך יש טענו ביותר משהו הזה להיות מחובר בו לעולם, יש דבר יותר גבוה מזה, יותר גדול מזה. יש מעלה יותר מזה שאתה, אתה, מחובר בו לעולם, יש משהו יותר מזה. יש מעלה לבן אדם הקטן בעולם הזה, יותר מזה. כשאדם משבח את השם, כשאדם מודה לשם, הוא רק בא ואומר, אני רוצה להתאבד איתך בעולם. זה מה שאני רוצה. לא רוצה לך כלום, כלום, כלום. אני רוצה להיות מחובר אליך. רק להיות מחובר אליך. חבר איתך. לכן נשאל השם, נשבח את השם. מודה לשם. Wenn ich so denke wie Gott, wenn ich so fühle wie Gott, wenn ich so liebe wie Gott, was unterscheidet mich dann eigentlich noch von Gott? Denke ich schon so wie Gott? Liebe ich schon so wie Gott? Es ist, um den Schöpfer kennenzulernen, muss man nichts werden. Und du hast hier sogar, ich will kein Gerechter, kein Zadig sein, wenn ihr zugehört habt. Wer will das schon sein? Wer will schon die Arschlochkarte haben? Dazu wird man befohlen. Das sucht sich keiner raus. Das ist nicht der einfachste Weg. Erzeugt man mal Kreuzschmerzen. Aber es ist halt so. Mensch, ich hab so.
Jawohl. Machen wir dann Pause da noch ein bisschen, ne? Eins, den hört euch noch schnell an, dann könnt ihr gleich in die Pause gehen damit. Das für die Giraffe. תקים לך זיווג, תגיד חצי שעה, שעה. תודה שתגיד לך זיווג. אין לך ילדים, תגיד שעה של לך ילדים. באמת, לא משנה אם בשעה, של אמת. כי זה האמת שזה לטובתך. אין לך כסף, תגיד שעה של לך תודה של לך כסף. אין לך פרסה, תגיד תודה, באמת, לא משנה אם בשעה, של להגיד אמת. תודה. אני מאמין שמה שאתה עושה אצלי זה טוב, תודה. תגיד על מה אתה רוצה שאני אעצור? על זה אני אגיד תודה. על זה אני אגיד תודה מכל הלב, לא משנה של הלב והשאר שלי. באמת, בתור לחיות האמונה שזה מהשם, זה השגחה פרטית, זה טובה. ואז אדם זוכה לסירות השמחה, הזמנים הקשים, הכי מפחידים, מתגבר עכשיו. תחזק באמונה, תגיד תודה. ואז תיבשה. שברגע שהעניין הזה של תודה רק ילך ויגדל, המשרד יפסקו עצמו שלנו, זה נגמר. רק טובות וישועות עד שיהיה גדולה של תודה. יא, סך דנגה, wenn du keine Frau hast, סך דנגה, und wenn du eine Frau hast, סך דנגה. Thank you.